So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und wir spielen eine weitere Folge Assassin's Creed Origins. Wir werden von den Leuten von Abstergo angegriffen und die müssen wir jetzt nacheinander ausschalten. Der erste läuft jetzt schon mal da runter. Ich hab diese Klinge noch. Gut. Die Sacher, Alek al-Tachalos mit Al-Hadaf. Thomas. Wie läuft es? Schlecht. Für die. So. Das war der erste. Das ist der zweite. Ja, der ist ein bisschen zu früh losgelaufen. Sie dürfen mich nicht bemerken, das ist das Problem. Dass du mit denen verwandt bist? Der müsste jetzt auch da gleich angelaufen kommen. So, du bist der Nächste. Ich muss es tun. Sie oder ich. So, der andere kommt jetzt gleich in die Höhle rein. Und dann stürmt sie drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob der mich sieht, wenn ich jetzt da rauslaufe. Wir sind jetzt etwas geduldig. Ah, ich hab's mir schon gedacht, der kommt jetzt. Die müssen von Ägypten sein oder irgendwas Arabisches. Abstergo Abklatsch aus Arabien oder sowas. So. Die? Nicht die. Nein, nein, nein. Oh, shit. Ah! Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorg dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur denen meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Okay, die haben jetzt meine Kollegin getötet. Und ja, jetzt kehren wir in den Animus zurück. Ja, bitte. Legst du dich rein, oder... gespannt, wie es weitergeht. Also in dem Fall ist sie doch nicht von Abstergo, wie zu anfangs vermutet. Seltsam. Wie es wohl heute Fress und Renut geht? Ich besuch sie mal. Gute Idee. Ayas Brief. Bike. Wir haben eine Allianz mit Pompeius, aber Apollodoros hat schlechte Neuigkeiten. Die wir verfolgt haben... Ich habe diese Scheißkerle getötet. Apollodoros muss davon erfahren.
Auf nach Herakleion. Und nicht mal den Philakitai können wir wirklich vertrauen. Sie fressen dem korrupten Nomarchen aus der Hand. Und zwar die Nahrung, die unseren Familien gehört. So, wie sieht's denn da jetzt aus? Wir haben Ziele ausgeschalten. Quests, Shadjas Ruhe. Nachdem er das Krokodil getötet hat, kehrt Bayek zu seinen Freunden Hottefress und Keno zurück. Er stellt fest, dass sie verbittert sind und Hilfe brauchen. Wir haben gar nicht mehr so oft viele offene Quests. Sobeks Tränen können wir jetzt machen. Ja Mann, wir spielen jetzt erstmal Sobeks Tränen und das können wir ja uns hinporten und zwar hierhin. Da reisen wir jetzt hin und machen das. So, ich springe. Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul. Ich spreche mir mal mit dem. Wenn jemand bitte wieder vergiftet hat. Die Krokodile von Krokodilopolis wären zahm. Ich weiß nicht, was da los war. Petersuchos hat noch nie jemanden angegriffen. Seine Augen wurden rot. Hast du es gesehen? Zürnt Sobek uns etwa? Neck. Selbst die Götter wenden sich von den Menschen ab. Wo ist Petersuchos jetzt? Unser Priester Sehetep brachte den Gott zurück zum Becken im Tempel. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Irgendetwas ist hier faul. Ich sollte mir das Krokodilgehege anschauen. Da muss ich dahinter, oder? Wahrscheinlich wurde der Gott wieder vergiftet oder irgendwie sowas. Und wir müssen dann halt die Leute da suchen, die den vergiftet hat im Prinzip. Leder. Keine Spur vom Priester. Petesuchos ist aufgebracht. Ich bleibe lieber unbemerkt. Ein Kadaver. Angekaut, nicht gefressen. Ui, ich möchte jetzt nicht unbedingt da bei einem Krokodil drin sein, ne? Wir müssen nach ein paar Indizien suchen oder nach Beweisen halt. Da sind noch welche. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Okay. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Eine faulige Flüssigkeit. Ah, der Gestank brennt in den Augen. Ah, Neck. Aber ich muss jetzt nicht dahinter, oder? Gibt es da noch irgendwie einen Eingang oder sowas? Ja, wo guckst du denn hin, hä? Guck mal woanders hin. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich nicht durch die Gitter da durchkommen. Muss einen anderen Weg wahrscheinlich dorthin geben.
Hm? Nein, da kommst du ja gar nicht durch, Mann. Da muss es einen anderen Weg geben. Noch irgendwo im Abfluss oder sowas. Ah, guck dir das an. Ja. Kuckucks. Naja, guck dir das mal an. Da sehen wir doch mal wieder was. Was ist das? Ein Priestergewand. Es ist voll mit Blut. Wer auch immer das trug, war schwer verletzt. Die Blutspur führt nach draußen. Da hat jemand seinen Auftrag verkackt. Aha. Zerfleischt von Krokodilen. Was hat er hier gemacht? Ein ptolemäischer Soldat. Gift für Krokodile. Warum legen wir uns mit den Krokodilgöttern an? Mische in eine saubere Fiole der Inhalt eines braunen und einer schwarzen Fiole nur ein paar einer pro Krokodil in ihre Fressen. Vorsicht, zu viel tödlich ist, sonst sollte man nicht krank werden. Hol dir das große Krokodil, die anderen sind nur ein Bonus. Nicht mit bloßen Händen anfassen, schwärzt die Haut, brennt wie Sau. Triff die Giftmischerin am südlichen Hafen, wenn du fertig bist. Melina, die Hibiskus wie die Blume. Das war der Mann, der die Krokodile vergiftet hat. Er hat die Befehle von Melina, dem Hibiskus, bekommen. Ein schöner Name für eine Mörderin. Sie ist beim Neorion Marina Arsenal im Süden. Mhm. Wer wagt es, einen Gott anzurühren? Ich erledige die Blasphemikerin. Mit einem Pfeil direkt zwischen die Augen. Das neue griechische Viertel ist eine wunderbare Erweiterung unserer Stadt. Es verspricht neue... Ist voll geil eigentlich da mit so einem... Alter, du bist voll mit dem Karren in die Scheiße reingefahren, du Depp. Guckt euch den Fuck an, Alter. Was soll denn der Rotz? Lol. Man sollte ihn von seinen Leiden erlösen, hm? Ja. Ich fahr grad voll den Rotz zusammen, Mann. Mach Platz. Oh, Sperrgebiet. Hier ist der Ort. Der Hibiskus ist sicher in der Nähe. Eine Frau sollte unter Ptolemäus Soldaten nicht schwer zu finden sein. Glaube ich auch nicht, aber... Das muss sie sein. Ein violettes Kleid. Ich hab sie noch nicht mal gesehen! Genau wie eine Hibiskusblüte. Oh Mann, alter Bayek. Behindertenscheiß, Wänden kannst du hochklettern, aber nicht die hier. Oh, verarsch mich.
Hey! Ich bring dich um! Warum habe ich jetzt eigentlich den beknackten Speer in der Hand? Sehr hätte trotzdem zufrieden sein. Stirb, du Wurm! Sehr wird trotzdem zufrieden sein. Wo ist die Sau? Die Menschen hatten große Angst. Die Krokodile werden sich auf wundersame Weise erholen und er wird seine Opfergaben bekommen. Ich erlege ihn! Die Alte? Oh, nö, oder? Oh, shit. Wer hat jetzt da eigentlich auf mich geschossen? Den Hauptmann getötet. Obwohl die Leute noch viel leichter killen können. Dieser verdammte Priester ist der gierigste heilige Mann, den ich kenne. Ich würde ihn bewundern, wenn er nicht... Brief von Sehetep. Dein Ziel sind Tempelkrokodile. Bla bla bla. Eine giftige kleine Frau. Talentiert, aber verdreht. Sehetep. Er war der Priester am Tempel. Götter. Immer die Nein, ich will doch kein Foto machen, Mann! Ich will hier weg! Das Gift war Kannst du den bitte wegfokussieren? Danke! Immerhin werden die Tempelkrokodile nicht sterben. Ich sage es dem Wächter. Ne? Was? Ich schlitze dich auf! Hast du nicht. Hast du nicht. So wirst du mir nicht entkommen. Mir entkommen. Da bist du ja. Das war's. Stirb! Komm doch. Hey, komm hier. Verdammt mal. Toll. Ich hab mich noch gar nicht. Hey, was? Na, mach doch mal, Bayek!
Kein schwerer Schuss. Was? Da bist du ja. Ich hab das Ziel in Sicht. Hast du nicht. Da! Ich ruf die Truppen. Jetzt bin ich tot. Mann, Alter. Wir haben das erledigt. Wir sprechen jetzt noch mit dem Tempelwächter und dann machen wir Feierabend hier, weil ich habe nämlich jetzt auch langsam. Das hat mich gerade schon wieder mit dem Schwert angekotzt. Nicht bluten. Nicht bluten. Oh, das Kind brennt. Kamehameha! Bewegung, los! Lexo? Es ist immer das Gleiche, die werden immer vergiftet. Hier an Tirol. Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul! Ja. Ein Fluch! Los. Wächter des Sobek. Die Krankheit war kein Omen der Götter. Die Krokodile wurden vergiftet, aber sie werden sich erholen. Vergiftet? Bist du sicher? Von wem? Der wird mit seinem Leben bezahlen. Euer Priester Sehezep war verantwortlich. Er versucht, die Spenden eurer Anhänger zu erhöhen. Was? Sehezep ist Sobeks rechte Hand. Er würde das nie tun. Was du sagst, ist Blasphemie. Ach, ihr Priester. Haltet immer an eurem Aberglauben fest. Du kennst die Wahrheit. Die Götter werden beurteilen, was du mit ihr machst. Genau. Stufe 29. Ein weiterer Fähigkeitspunkt. Ja, yeah, dann können wir den gerade mal dafür nutzen, Giftpfeile zu machen. Ah, toll. Kohlenstoffkristall. Bueno. Du kannst Giftpfeile ausrüsten, halte. Ah, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ausrüstung, oder wahrscheinlich? Also ein Hilfsmittel, das wir dann ändern müssen. Sand. Hä? Naja, ist auch erstmal egal. Wir machen erst in der nächsten Folge weiter, Leute. Wir haben 25 Minuten erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschalten würdet. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Haut rein. Ciao.